So, ich wollte nämlich nochmal zeigen, wie man jetzt auf dem Raspberry mit Processing Skripten lädt und ausführt, die im Prinzip nicht im Processing sind. Also das heißt externe Shell-Skripten oder Python-Skripte. Das habe ich das letzte Mal schon kurz gezeigt, aber ich möchte es jetzt nochmal direkt im Processing auch zeigen. Und zwar sieht man hier jetzt die Processing-Umgebung, also das heißt hier, das läuft direkt in Processing hier das Ganze. Und ich habe hier ein Skript, ein Processing-Skript. Da ist im Prinzip der Pfad, wo das liegt. Das liegt also in Home, Py, Sketchbook und Launch, das ist hier. Man sieht hier in dem, wenn ich da quasi mit meinem Datei-Explorer reingehe, da habe ich hier im Prinzip zwei Sachen drin liegen. Das PDE-File, also das Processing-File und ein Shell-Skript. Genau. Und um das ausführbar zu machen, das Shell-Skript habe ich hier mit dem Texteditor einfach editiert. Ich kann ja hier beim Raspberry, da gibt es ja, also ich könnte es natürlich mit einem beliebigen konsolenbasierten Texteditor auch machen, aber es gibt hier natürlich verschiedene Dinge beim Zubehör, zum Beispiel der Texteditor. Und den kann ich eben aufmachen und dann kann ich hier mein Skript schreiben. Und dann speichern. Kann er da noch irgendwas reintippen? Dann muss man es nochmal speichern. Und dann liegt es hier, ne, im Prinzip. Und das ist aber erstmal nicht ausführbar. Ne, wenn ich das jetzt zum Beispiel nochmal lösche, genau, dann ist es weg. Und ich speichere das jetzt nochmal ab. Genau. Dann habe ich das hier. Und wenn ich das jetzt in meiner Konsole anschaue, also auf die Konsole komme ich ja zum Beispiel hier, wenn ich das Terminal-Symbol anklicke, dann muss ich in diesen Pfad rein, Home. Py Sketchbook Launch. Das heißt, normalerweise bin ich ja in meinem Home-Verzeichnis eh schon drin. Das heißt, hier, wenn ich PWD Print Working Directory eingebe, dann bin ich in Home Py und dann kann ich weiter navigieren. CD Sketchbook Launch. Wenn ich jetzt mir die Dateien nochmal anschaue mit ls, dann sehe ich, da liegt dieses extern.sh da drinnen. Mit LSL sehe ich dann auch die ganzen Eigenschaften der Datei. Und da sehe ich auch, das ist nicht ausführbar, weil da fehlt das X. Ne? Das heißt, ich muss da chmod plus X und dann die Datei angeben. Und jetzt, wenn ich wieder das LSL mache, dann sehe ich, okay, da ist ein X dran. Das heißt, ich kann die Datei tatsächlich ausführen. Und das kann man auch mal testen von der Konsole aus. Ja. Ich könnte jetzt die Datei direkt hier starten. Und was macht die jetzt hier? Ich kann ja mal hier schauen. Das ist ja quasi Python. Und zwar, ich habe dir gespeichert als extern.sh. SH heißt, das ist ein Shell-Skript. Ja? Und mit diesem Shebang hier, das habe ich auch das letzte Mal schon kurz erklärt, sage ich dann, mit welchem Interpreter das Ganze aufgemacht werden soll, also mit Python. Und da hole ich mir das erste Argument raus aus dem Aufruf und mache jetzt eine neue Datei auf, die heißt Test.text und schreibt da rein einfach ein Hallo und dann eine
das Argument, das ich mitgebe. Ja. Speichere das mal ab. Jetzt kann ich das hier zum Beispiel aufrufen. Ich könnte jetzt hier sagen, extern.sh und dann 42. Genau, und jetzt entsteht hier, wie man sieht, eine neue Datei. Die heißt test.txt und die kann ich natürlich auch aufmachen. Und da liegt Hallo 42 drin. Das heißt, das Ganze funktioniert. Ich werde jetzt wieder löschen. Und kann das Ganze jetzt von meinem Processing aus auch starten. Also ich kann zum Beispiel hier, da muss ich den absoluten Pfad angeben. Und werde dann hier mit, nicht mit Launch, sondern mit exec das ausführen. Also exec ist das Kommando vom Processing, wo man das ausführen kann. Und da gebe ich ein String Array an mit zwei Sachen. Das eine ist dann einfach der Pfad mit der Datei, die ich ausführen will. Und das zweite ist das Argument. Da könnte ich jetzt hier zum Beispiel mal 23 reinschreiben. Das Ganze speichern und dann wieder ausführen. Genau. Und jetzt entsteht wieder diese test.txt-Datei und da ist eben dann Hallo 23 drin. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich von meinem Processing aus ein Shell-Skript, das ja ein Python-Skript ist, gestartet und kann da ja alles Mögliche machen. Ich kann quasi von hier aus Argumente übergeben. Also ich kann hier 23 übergeben zum Beispiel und dann wird das Ganze hier auch aufgenommen als Argument und dann kann ich damit machen, was ich will und kann dann halt auch meine ganzen internen Dinge machen, wie zum Beispiel irgendwelche Sensoren auslesen oder irgendwelche anderen Dinge steuern, die ich jetzt rein mit meinem Processing so nicht machen kann. Also beispielsweise irgendwelche Python-Bibliotheken, wie zum Beispiel irgendwie Bildverarbeitung oder sowas, kann ich ja auch machen. Und das könnte ich jetzt dann hier quasi alles in der Python-Welt machen und von der Processing-Welt aus das Ganze eben ansteuern. Und auslesen könnte ich natürlich diese Ergebnisse wieder, indem ich diese TXT-Datei wieder in Processing lese, was ja an sich kein Problem ist. Aber was ich da zeigen wollte, ist eben dieses exec und dass man eben so ein String Array machen muss, um die Argumente zu übergeben und dass man natürlich dann auch noch diese Datei ausführbar machen muss, diese SH-Datei, weil man sonst eben das Ganze nicht an der Konsole ausführen kann. Aber was ich da wie gesagt zeigen wollte, ist halt so eine Verbindung zwischen der Processing und der Python-Welt, dass man das dann hier ganz gut auch so hinkriegt. Genau, also im Prinzip war das jetzt mal so eine kurze Erklärung noch, Processing und Python zusammen irgendwo in eine Umgebung bringen, eine Schnittstelle schaffen und ja, genau, das war das jetzt im Prinzip.